Wir haben da ein Problem. Und um die zu ersetzen, haben wir eine lustige Idee. Und zwar haben wir uns einen ganz billigen Renault Twingo besorgt. Du musst reden mit den Leuten. Ach so. Die können keine Blicke lesen. Das Video geht jetzt los. Wow, so motiviert. Ein herzliches Grüß Gott in Altstädt mal wieder. Heute gibt es einen tollen Vlog hier. Wir haben die Missile wieder dabei, ein bisschen zum Trainieren. Der Paul hat seinen 3 Liter Diesel dabei. Und unsere erste Amtshandlung ist natürlich, mal wieder einen Heckspoiler zu verbauen. Diesmal Flügel. Okay, Flügel, Entschuldigung. Diesmal aber kein so einen hässlichen Riesenflügel, sondern was genau ist das für ein Ding? Zender? Rieger. Ein Rieger-Spoiler für E36. Hat er Paul auf dem Flohmarkt gefunden und mir ein Bild geschickt und dann am Telefon verhandelt und mitgenommen und fertig. Da gucken wir jetzt mal. Könnte eigentlich ganz geil werden. Ich habe sogar die Wagenfarbe mit, dass wir den noch lackieren können. Was meinst du? Cool oder nicht? Glaube ich fast, aber ich lasse das andere Ding kurz runter. Ne, das lassen wir dran irgendwie. Das muss gehen mit der schwarzen Lippe. Sonst schneiden wir von der schwarzen Lippe ein Stück weg oder so. Aber es könnte cool kommen. Schauen wir mal. Wir machen den als Dachkantenspoiler. Ja, jetzt zeichnen wir das an, bohren das mal und schauen mal, ob der Spoiler dann cooler ist als der andere. Ich glaube, das passt. Wir können lackieren. So, und solange der Spoiler jetzt hier beim Trocknen hängt, würde ich sagen, fahren wir einfach gleich mal ein paar Runden, machen uns ein bisschen warm, schauen, ob das Auto funktioniert wie gehabt. Ach, schön wieder hier zu sein. Es ist immer schön. Und dieses Event stehen sogar noch mehr Sachen an. Wir haben vor, was richtig Verrücktes zu bauen. Mehr dazu seht ihr später. So, unser Spoiler sollte trocken sein. Schraubt man mal fest. Ja, sieht schon ein bisschen arg aus, aber ein bisschen Folie fehlt so. Bisschen leer. Aber okay, fahren wir mal so. Holy fuck is this shit. Halt deine dumme Fresse, Kevin. Alter, perfekt. Alter, siehst du. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute treffen wir in der Mitte noch das Loch irgendwo. Aber nee, zeigst du mir viel ist. Weiter rechts. Aber dann gehen wir noch ein Stück nach links und bauen ein neues Loch. Zeigst du mir jetzt. So? Ach nö. Ich sag ja, der Spoiler muss wieder runter. Ja, halt dann mit Ratsche und viel Kraft.
Ja gut, jetzt haben wir hier die Lippe noch wieder mit reingefriemelt. Bisschen abgesägt an der Seite. Finde ich sogar geiler so. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, weil die Sonne da blöd scheint. Aber an und für sich ist das okay so. Sehen wir dann von außen, wie es aussieht. Bevor ich jetzt weiterballer, lasse ich meine Kumpels ein bisschen fahren und ich kümmere mich um eine sehr wichtige andere Sache. Ein bisschen Lack dabei. Wir haben nämlich etwas Witziges vor. Ihr alle kennt wahrscheinlich inzwischen da hinten auf der Strecke, da ist diese Reifenwand, wo jetzt das Auto ist. Und diese Reifenwand wollen wir loswerden. Und um die zu ersetzen, haben wir eine lustige Idee. Und zwar haben wir uns einen ganz billigen Renault Twingo besorgt für den Driftverein. Und wir werden an diesen Twingo eine Leitplanke hinspaxen, um eine fahrende Wand zu bauen. Oder so. So, da haben wir das gute Ding. Wunderschöne Renault Twingo. Die Jungs haben schon angefangen. Scheiben rausschneiden und so, damit da nichts platzen kann, wenn da mal Energie knallt. Martin, wie ist denn der grobe Plan? Mad Max. Erklär mal. Ja, der Plan ist, diese Traverse hier erstmal mit dem Dachhalm zu verschweißen und hier dann die Leitplanke an der Kette abzuhängen. Der Balken dient als Abstandshalter. Mhm. Die Fahrwerksfedern dienen dazu, dass die Leitplanke quasi an der Karosse federt. Also die Federn kommen zwischen Auto und Leitplanke. Richtig, und die schweißen wir dann an der Karosse fest, oder wie? Nee, wir werden die wahrscheinlich mit dem Holz klemmen, mit einer Balkenlage. Ja. Das hat mehr Halt, als wenn es punktuell anschweißt. Damit der ganze. Stimmt, die Schweißnähte brechen sonst auch bei Walltabs. Ja, genau. Ja. Das ist halt eher Effekt, als dass das irgendwie da rausrutscht. Ne? Habt ihr schon eine Idee, wie wir es jetzt am besten umsetzen? Ja, wir haben ja hier das Grundkonstrukt schon irgendwie zum Aufhängen hergestellt. Ja. Werden zwei Ketten wahrscheinlich werden, wo das Ding abhängt. Ja, und wie machst du die Ketten hin? Ja, dann kannst du hier, ist eine fette Kette, machst du einfach eine Schraube durch. Ist ja kein Text. M10 Schrauben hochfeste. Ah ja, stimmt. Die Kette sollte da halt eigentlich nicht das Problem sein. Ja. Oder halt einen Schäkel aus dem Schwerlastbereich. Im Idealfall müssen wir dann die in der Seite noch ein bisschen einflexen und ein bisschen knicken, dass keiner einsticht an die scharfe Seite also von der Leitplanke. Auf jeden Fall, ja. Anscheinend muss dann einer mit der Missile irgendwie das Ding mal krumm fahren. Ja, der Tobi hat vorher schon gesagt, wir können hier so Winkel einschneiden und das Ding dann knicken und quasi so einen Radius an die Seite biegen. Ja, genau. Ja, aber seitlich gegen den Leitplanke fahren, steckt dir dann irgendwie in den Rippen. Ja, aber da ist ja das Auto da, das wollt ihr weg. Was soll ich das halt ohne Gang umstellen? Ich glaube, dass die scharfe Kante recht schnell einsticht. Das ist fraglich. Ja, dann probieren wir mal. Ey, Finger weg von meinem Popo. Warum denn? Ja, okay, lass mal. Achso, oh. Naja.
Während wir da hinten jetzt am Leitplanken-Auto bauen sind, kam hier parallel dazu gerade noch ein Kumpel vorbei, weil bei Pauls Zugfahrzeug, dem E61, ist der Riemen kaputt gegangen. Der hat einen neuen Riemen vorbeigebracht und hat mir einen neuen Sitz mitgebracht für die Missile. Weil, wo man da hinten vielleicht sehen kann, ist hier die Lehne gebrochen am Scharnier. Alter, ich hab da Kabelbinder hingemacht. Ja, also die Lehne ist komplett gebrochen von dem Sitz. Und deshalb kriegt man jetzt endlich mal noch einen neuen Sitz für die Missile. Mit E36 Sitzkonsolen irgendwie wird interessant. Ich bin gespannt. Lass mich überraschen, ich gehe weiter Leitplanke bauen. Ihr habt es im Griff, Jungs. Ja, ja. Classical Citroën Driver. Ne, warte, das ist ein Renault. Das riecht nach Kupplung, Leon, warum? Eventuell habe ich gerade einen Klatschkick gemacht, aber irgendwie will das Auto das nicht so. Warum geht die Tür nicht? Ich mach die auf, komm. Ich mach dir doch nicht auf. Ja, weil er zugemacht hat. Ah. Weißt du, der Typ mit den Krücken fährt die Karre, Alter. Ja, dann brauchen wir jetzt noch Farbe. Ich rühre jetzt hier den 2K-Lack in der Dose an. Und dann sprühen wir das Ding in Flatterbandfarben an, damit es auch gut ersichtig ist. Wir brauchen mehr Leute, die schütteln. Schneller, oh, das kann ich gut. Hier, gib. Oh, wieder abgehen! Oh. 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 Oh, bei mir kommt schon ein bisschen. Bei mir kommt schon ein bisschen. Dave deckt aber nicht so geil hier. Deine Mutter deckt nicht so geil. Warum verändert sich eigentlich der Winkel von vorne nach hinten, Kevin? Das sind Beschleunigungsstreifen. Und jetzt ja, das genau. Vierte, ne? Genau, so ein Blick drauf. Ah! Genau, Crashfelgen. Genau, und dann hier noch Schutzschwarz. Okay, ich hab's doch, oder wie? Ja, wir nehmen jetzt noch die Lampe noch. Okay.
Ganghebel. Ich komm nicht mehr herlaufen. Dein Motor ist das, glaub ich, raus. Was? Ich glaub, dein Motor ist das rausgesprungen. Das kann sein. Gut. Ich kann so nicht anfahren. Fahr doch mal. Ich glaube, der Motorhalter ist gerade kaputt gegangen. Ja, ich glaube auch. Fahr doch mal rüber. Ich kann nicht. Lad, du fährst doch gerade. Die Kuppel halt. Jetzt. Fahr doch. Das ist vierter Gang, Digga. Ja, immerhin. Ja, fahr doch ein bisschen vor. Ja, so ist gut. Oh. Hallo, was machst du? Der Gang ist drin. Raus, solange der Gang drin ist. Ich dachte mir gerade, irgendwas war beim Umsetzen komisch. Mein Motor ist so von rechts nach links geflogen irgendwie. Ah ja, der Lüfter sitzt normal nicht so nah am Kühler. Der Motorblock ist vom Motorlager. Oh, runter. Doch, man sieht's ja. Bei dir auch? Ja, man. Nee, da ist noch okay. Naja, aber ist doch auch schon mal, der sitzt voll weit zum Dom hin. Bei mir ist er komplett runter. Schau mal, siehst du hin da unten? Der Motorhalter ist schon gar nicht mehr auf dem Dom. Ich glaube, man sieht es nicht so richtig. Wo ist der Motorhalter? We might have a bigger issue. Wo ist der Motorhalter? Der Motorhalter Na, das Lager ist da. Was? Zeig aber, mal. Aber wo ist der Motorhalter? Verloren oder was? Hä? Wie? Was zur Hölle? Ich dachte mir doch, irgendwas sitzt. Da sitzt nichts drauf. Nein, auf da dem ist Lager. Gar nichts. Da ist nichts drauf. Ja, wir müssen mal kurz ein bisschen investigaten. Das Auto hochlassen und so. Es sah echt so aus, als wäre das Motorlager noch voll da. Nur der Bolzen oben fehlt. Aber wo ist der Motorhalter? Keine Ahnung, ja. Der nächste brät da jetzt drüber. Lass mal schnell zu Martin gehen. Alter, echt jetzt? Erste Transition, du fährst mir den Arsch weg? Mein Motorhalter ist weg. Oh, doch so. Der Halter, nicht das Lager. Oh nein. Der ist ganz weg. Das Alu-Teil am Motor? Ich bin untröstlich, tut mir leid. Dass ich wollte dir Platz lassen, aber es ging nicht. Ich wollte rausfahren, aber ich habe den Gang mehr nicht mehr reingekriegt. Das Getriebe hängt in Timbuktu. Ist nicht dein Ernst jetzt? Es ist schon vor der Transition, war es ganz komisch. Und ich wollte irgendwie korrigieren und dir Platz lassen, aber es ging nicht mehr. Also ich sehe da keinen Halter mehr. Ich lag jetzt noch nicht drunter, aber der ist weg. Nee, der ist schon noch da. Aber dein Lager ist gefrickt. Das Lager ist aus der Pfanne gehüpft. Oh ja, du bist weg. Okay, Entwarnung. Motorlager nur gefrickt. Es ist alles noch da, aber der sitzt irgendwie 10 cm weiter vorne, der Motorhalter. Siehst du ihn, wo mein Finger ist? Ja, das steckt alles in dem Motorhalter drin. Aber das Gummi ist gerissen. Die Pfanne sollte normalerweise hier mittig sitzen. Da kommt man natürlich auch hervorragend ran jetzt. Ja. Leon sitzt neben dran. Geil, Bombs. Hahaha. Macht sich kaputt. Ich bin so, nee. Wir sind einfach verflucht, Digga. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung. Das müssen wir doch die Woche nochmal hinkriegen. Hast du ein Motorlager dabei? Muss ich schauen. Ich habe mein letztes Motorlager euch im Putter gegeben. Fuck. Aber ich guck mal schnell. Ich hab's! Motorlager ist einmal hier im Arsch. Bei Snowy hat man doch schon mal gewechselt, ne? Von links auf rechts. Bei Snowy? Von links auf rechts, wegen deinem, weil es an der Lenkung geschliffen hatte. Stimmt. Weil es zwei verschiedene Motorlager waren. Jetzt sollte man halt wissen, in welche Richtung dieser Nippel unten gehört. Ne? Nach vorne. Nach vorne? Ja. Ich glaub dir einfach mal blind. Und das stimmt euch in die Fresse, Alter. Ich muss doch noch ein bisschen wachsen. Jetzt komm. Ich verschwinde mal in den Untiefen der Missile. Ich habe jetzt gerade noch festgestellt, dass das Getriebelager beidseitig auch im Arsch ist. Und ich kriege das Getriebe nicht nach hinten gedrückt, dass wir das Motorlager wieder einfädeln können. Wir müssen jetzt die Abgasanlage rausmachen. Wahrscheinlich hat es die zweigeteilte Kardanwelle in der Mitte ein bisschen auseinandergezogen und wir müssen die Motor noch öffnen. Ich fahre jetzt mal zum Thomas hinter den Hangar. Ich probiere es zumindest. Problem ist, wir müssen jetzt den Viskolüfter noch wegmachen, weil sonst streift er hier am Kühler und dann machen wir uns den Kühler wieder im Arsch. Und dann schauen wir mal, ob ich da irgendwie im vierten Gang angefahren komme und zu Thomas auf die Hebebühne. Dann machen wir das da schnell. So, wir sind jetzt beim Thomas im Hangar. Auto steht auf der Bühne und der Schaden ist verheerender als gedacht tatsächlich. Hier fehlt eine Schraube am Querlenkerlager, das ist schon lose. Die hier ist auch schon lose. Getriebelager sind beide komplett ab. Auspuffgummis sind komplett ab, beide. Und das Schlimmste, die Vorderachse ist hier komplett ausgerissen. Das heißt, wir dürfen die komplette Vorderachse tauschen. Nicht nur das Motorlager, die ganze Achse. Yay, hast du Bock?
Auf gar keinen Fall. Ah, scheiße. Ich hab extra einem Kumpel hier nach Altstädt eine neue Vorderachse mitgebracht. Die brauche ich jetzt wohl selber. Gut, dass ich eine mit habe. Hi, ich bin Altstädt, chille mit den Jungs. Yeah! Wir sind mental gebrochen. Metal Breakdown. Wir haben jetzt zwei neue Motorlager verbaut. Zwei neue Getriebelager, das sind übrigens die alten mal gewesen hier so. Ja, da ziehen wir jetzt gerade den Rest ein bisschen fest. Dann können wir uns gleich noch überlegen, wie wir den Auspuff hier in der Mitte festmachen. Da werden wir wahrscheinlich... Spanngurt, wo denn los? Ne, den Spanngurt haben wir tatsächlich gebraucht, um das Getriebe von vorne nach hinten zu ziehen, damit unsere Kardanwelle wieder da steht, wo sie soll. Wir werden jetzt noch mit einer Gewindestange wahrscheinlich da oben durch diesen Halter durchfahren und dann hier den Auspuff festmachen. Ne, Paul, was sagst du dazu? Alter, Maul. Mach doch einfach das Auto an und dann dreht er sich von alleine drauf. Keine Eier. Hallo, es ist der nächste Tag, die Sonne scheint, wir haben herrliches Wetter und unser Auto läuft wieder. Motorlager, Getriebelager, Auspuffhalter, alles neu. Hab gerade eine Proberunde gemacht, fährt wieder einwandfrei. Bis jetzt. Heiß. Heiß und gut. Super. Ich fühle mich super, solange ich hier bin. Karre läuft? Ja, noch schon. Irgendwas kaputt gegangen? Ja. Was? Das habe ich im Video schon gezeigt. Ich muss es nicht nochmal erklären. Achso, wusste ich nicht. Aber ich kann es dir gleich gerne erzählen, wenn du möchtest. Wusste ich nicht. Ich wollte erstmal ein bisschen den Tim machen. Damit er ein bisschen was zu tun hat, der Junge. Ja, Tim. Also das mit unserer fahrenden Wall hat ja hervorragend funktioniert. Wir haben die auch schon ein paar Mal getappt, ist richtig geil, hat mega Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Es ist einfach der Grund, warum wir die Reifen dann weggemacht haben, ist, dass immer mehr Leute einfach nach einem Privatdrift-Event ihre Reifen da dazugeschmissen haben. Die Wand ist immer mehr geworden und irgendwann muss man den Scheiß halt auch entsorgen und es ist echt nicht okay, wenn Leute einfach so ihr Zeug da dazuschmeißen, ihren eigenen Müll. Ja, und abgesehen davon ist es ganz cool, eine fahrende Leitplanke zu haben, also spricht auch gar nichts dagegen.
Mein Auto fährt wunderbar. Wir machen jetzt noch ein bisschen Night Drift Action. Wir haben jetzt schon 21 Uhr gleich. Wir haben die Flutlichtmasten da hinten aufgestellt. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut auf der Cam. Aber das macht mir persönlich auch immer sehr, sehr viel Spaß, bei Nacht zu fahren. Es hat einfach einen richtig geilen Vibe. Dementsprechend sage ich schon mal Ciao an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Night Driften mit der Missile. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye. So schön da kommt man richtig scheiße hin. Gerade so schön auf meiner Höhe ist. Da kommt man so scheiße. Wir da jetzt überall schwarze Stimme. Rein in die Futterluke. Ich hab jetzt so doof. Es ist 11 Uhr nachts, wir sind einfach kaputt.